Hallo Freunde, ich bin's, euer Dreamy und wir sind wieder bei Chrono Trigger. Ja, ich bin direkt wieder zu dem Boss gegangen, zu diesem zu diesem netten Mutterhirn und was ich noch geändert habe, ist, dass ich John auch einen Wachhut verpasst habe, der ihm den Status erhält, sodass er auch nicht mehr verwirrt werden kann oder was auch immer. Und beim letzten Mal habe ich wohl den Fehler gemacht, eine von diesen Anzeigen nicht zu zerstören, beziehungsweise nicht rechtzeitig zu zerstören, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. Das wollen wir diesmal anders machen. Und deswegen, ja, fangen wir gleich mal an, diese netten Anzeigen kaputt zu kloppen. So, dann wollen wir mal sehen. Mal kurz warten. So, jetzt haben wir hier... Wo war denn das? Der Feuergriff. Den machen wir jetzt erstmal auf die linke Anzeigetafel. So. Rums. Die ist schon mal im Eimer. Sehr schön. Ja, er wird jetzt weiter geheilt. Solange die nur heilen, ist das kein Problem. Nur wenn die gute Frau oder das gute Hirn anfängt, hier irgendwelche Spirenzchen zu machen. So in Hinsicht auf, sowas hier, so Mega-Angriffe. Dann wird's übel. Okay, das ist noch im Bereich des Normalen. So, würdest du bitte... Dankeschön. Jetzt können wir endlich den Feuergriff wieder machen. Moment mal, Feuersektor. Chronos Feuersektor. Wo ist denn der Feuergriff? Feuergriff, ach hier. So, dann mal auf die Schalltafel da. Ich denke, diesmal werden wir aufpassen. Sobald eine weitere erscheint, werden wir die eliminieren. So, das hier ist Chrono. Ja, das kann sie ruhig machen. Das stört nicht weiter. Diesmal werden wir sie auf jeden Fall besiegen, denke ich mal. Sollte eigentlich nichts mehr schief laufen. So, Feuergriff auf die letzte von den drei Anzeigetafeln. Die vorerst letzte. Und jetzt, mein liebes Hirn, bist du dran. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt wird dir dein Lachen im Hals stecken bleiben. Ohne Co-Prozessoren außer Kontrolle, okay. Ja, das stört nicht weiter. Ob die nun außer Kontrolle ist oder nicht, jetzt werden wir sie direkt angreifen. Und seht ihr, da ist schon wieder eine Anzeige aufgetaucht. So, jetzt müssen wir nämlich aufpassen, weil jetzt fängt sie langsam an, hier die Mega-Dinger rauszuhauen. Wo haben wir denn jetzt hier die, wir müssen noch mal warten. Wo haben wir jetzt hier, Moment. Wir brauchen hier, egal, wir machen noch mal den Feuergriff auf. Wo ist denn jetzt die Anzeige hier? Ich sehe hier gar keine Anzeige mehr. Ich kann links und rechts klicken, wie ich will. Wo ist denn da noch eine Anzeige? Hier links wird mir eine angezeigt, aber ich kann sie nicht erreichen. So, jetzt muss ich mal langsam auch den Heilzauber finden, weil ich jetzt... Jetzt hau ich mal zwischendurch einen Lapis raus. Weil ich gerade nicht weiß, wo die verdammte Heilung ist. Jetzt fängt sie nämlich schon wieder übelst an, hier rumzuspinnen. Und ich kann die vierte Anzeige nicht finden. So, Feuergriff. Wo ist die vierte? Ich finde die nicht. Ich klicke und klicke und der Zeiger wird immer auf dem Hirn selber. Gut, das müssen wir erstmal in dem Heilstrahl schauen. So, Heilstrahl.
Machen wir mal leuchten, aber es geht auch nur auf sie selber. Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Das verstehe ich echt nicht. Feuerklinge 2. Ich verstehe es nicht. Objekt. Tonic voll auf John. Wo zum Geier? Angriff. Ich kann nichts anderes auswählen, außer das Mutterhören. Und die dreht schon wieder völlig am Rad hier. Die Anzeigen, die dürfen nicht bleiben. Aber ich kann sie nicht auswählen. Das ist ja schon wieder der totale Fail hier. Ja, das war's. Ich habe verloren. Ja, Leute, also ich frage mich wirklich, was das soll. Also wenn da, ich werde jetzt noch einmal versuchen, aber dann bis gleich, Leute. So, Leute. Jetzt werde ich es nochmal probieren. Guck mal, hier wird ja auch nur eine Anzeige angezeigt links. Im Moment sind es ja sogar drei Anzeigen. Aber es wird hier nur links eine angezeigt. Das ist ja wirklich merkwürdig. Feuergriff. So. Wir haben hier 1, 2, 3. Nee. Mehr sind hier nicht. So, die erste ist erledigt. Was haben wir hier eigentlich noch für Text, die uns vielleicht helfen könnten? Mal schauen. Eigentlich nicht viel. Nee. Ja, heil dich mal. Die kommt mir auch ehrlich gesagt immer viel zu oft dran. Ich sollte vielleicht mal irgendwie gucken, dass wir uns sie verlangsamen oder uns verschnellen. Feuergriff. So. Die zweite Anzeige. Verwirrend. Vierfacher Angriff auf Gegner. So, Nummer 2 ist erledigt. Von den Anzeigen wird sie auch nur geheilt. Vielleicht da unten das Feld, auf dem sie steht, ist vielleicht das noch eine Anzeige, aber das kann ja eigentlich nicht sein. So, jetzt werden wir die letzte mal eliminieren. So, keine Anzeige mehr aktiv. Dennoch steht noch links. Steht hier noch eine. Das verstehe ich nicht. Ohne Co-Prozessoren außer Kontrolle. Es scheint so, als. Oh Mensch. Feuergriff. Ich habe so das Gefühl, dass mindestens eine Anzeige vielleicht bestehen bleiben muss von den. Es wird aber auch noch Anzeigen angezeigt. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso. Ja, und ihr seht ja, jetzt macht sie wieder härteren Schaden.
wo jetzt nämlich alle weg sind. So, ich schmeiße mal einen Lapis. Mutter hören und Anzeige sind hier. Muss man also irgendwie müsste man noch was anderes angreifen können. Aber was? So, Max Zyklon. Nee. Feuerpunch. Feuergriff. Feuersektor. Ich mach mal den Feuersektor. Schau mir das mal an. Ah, bringt gar nicht so viel. Zusammenbruch. Hä? Wie jetzt? Ich habe gewonnen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe doch viel weniger Schaden insgesamt gemacht als bei meinem ersten Versuch. Das soll mir jetzt mal einer erklären. Also, das kapiere ich nun überhaupt nicht. Egal. Prometheus. Warum? Terrorarm und Krisenarm erhalten. Alle Maschinen der Fabrik sind für immer stillgelegt. John! Gehen wir, Freunde. Moment, da war doch aber noch was. Wir sollten doch noch irgendwelche Leute da befreien. Da gehen wir jetzt noch mal rein. So. Alle Funktionen deaktiviert. Nee. Dann hätten wir die wahrscheinlich vorher befreien müssen. Da war doch, dass wir erst den... Das verstehe ich noch nicht. Wir könnten doch auf so ein Fließband gehen. Und da waren irgendwelche Leute auf dem Fließband. Und die konnten... Da hieß es, wir können die erst befreien, wenn wir den Zentralcomputer erledigt haben. Das Motorhören war doch der Zentralcomputer. Also... Jetzt können wir die nicht mehr befreien. Naja. Ich verstehe es zwar ehrlich gesagt überhaupt nicht, auch nicht, warum ich jetzt den Kampf plötzlich gewonnen habe, nur weil ich einen Triple-Tech gemacht habe. Aber gut. Soll mir recht sein. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal mal wieder zurück ans Zeitenende. Moment, nee, wir sollten nochmal nach, Medina sollten wir nochmal nach Medina. Das hatte ich von Solly gehört. Dass wir in Medina nochmal was schauen sollten. Erstmal gucken hier. War das hier Medina? Jetzt weiß ich es halt nicht mehr. Wohnhaus. Cora-Stube. Aber wo in Medina? Ja, nee, solange ich das jetzt nicht weiß. Ist das hier Medina? Na, leider kann man hier das nicht sehen, diese Ortsnamen. Einmal war es ja, Medina halt und einmal... Ach ja, und in der Steinzeit haben wir auch noch einen Gegner zu bezwingen. Aber den muss ich mir vorher anschauen. Ne, gut, ich weiß jetzt nicht, wo, welches Medina ist. Und ich habe jetzt keine Lust, durch zig Häuser zu laufen. Und das zu suchen. Also, das läuft ja nicht weg. So. Also erst nochmal ins Zeitenende jetzt. Und nochmal da nachsehen. Aussteigen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Levels aus? 46, 49, 47. Okay, wir könnten auch nochmal Specchio probieren. Das würde ich sogar gerne machen wollen. Einmal will ich es versuchen. Ist die Frage, mit welcher Truppe? So, 48. Ich denke, wir nehmen mal
Frog mit in die Gruppe statt John. So. Und statt Luca nehmen wir Margus oder so. So. Dann haben wir eine Unterkunft schmeißen. Auch wir müssen auch dringend einkaufen gehen. Das werden wir auch gleich noch machen in dem Part. Ich glaube, in der Steinzeit konnte man auch gut einkaufen. So. Wir werden jetzt einmal Specchio ausprobieren. Ach du meine Güte. Hallo Specchio. Ja, hey Spanky, wo warst du? Das hat er schon mal gesagt. Wir wollen üben. Okay. Ja, jetzt fängt er gleich an zu zaubern. Der Honk. Ja klar, das geht ja gleich gut los. So, jetzt machen wir erstmal einen X-Schlag oder einen Donnerstab auf einen Gegner. Ist das eine Triple-Tech? Nee, Doppel-Tech. Und hier werden wir Magiewand, dunkler Nebel erhöht. Nein, dunkle Bombe, Gewitter, dunkler Nebel hüllt alle Gegner ein. Probieren wir es mal. Okay. Ja, jetzt wird er uns wahrscheinlich schon grillen. Wir hätten sofort heilen sollen, wahrscheinlich. Auch das ging noch. Wir brauchen jetzt aber dringend eine Heilung. Okay. So, stopp. Jetzt bitte eine Heilung. Heilt er sich jetzt auch? Nein. Hallo? Okay. Ja, jetzt haben wir schon ein Problem. Belebung. Und jetzt mal ein Lapis schmeißen. Okay, das geht noch. Ja, das geht. Na, jetzt werden wahrscheinlich zwei sterben. Ah, fast. Okay, ich merke schon, das gibt ein Problem. Das gibt ein dickes Problem. Ja. Nee, das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Das können wir voll vergessen. Das können wir voll vergessen. Ja, ich könnte jetzt was tun, aber ich lasse mich jetzt plätten. Das bringt doch nichts. Hat doch keinen Sinn, jetzt hier die Objekte zu verschwenden. Komm, bring mich um. Oh, komm, jetzt mach doch hier nicht so einen Quatsch. Bring mich um, Junge. Sonst greife ich dich jetzt an. Naja, bringt ja eh nichts. Ja, komm, jetzt mach mich platt da. Jetzt macht er so ein Mist hier, so ein Pipi-Kram. Wenn er es nicht aufhört, so einen Scheiß zu machen, dann werde ich doch nochmal angreifen. Okay, mein Freund. Okay, mein Freund, du hast es nicht anders gewollt. Dunkler Nebel, dann kämpfe ich eben alleine gegen dich. Reicht ja auch, wenn ich dich mit einem besiege. Wenn du jetzt keinen vernünftigen Schaden mehr machst, dann bringe ich dich eben mit Margus alleine um. Okay, das war's. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, lach du, Mann. Okay, es hat keinen Sinn. So, wir sprechen jetzt, wie gesagt, nochmal mit ihm hier. Komm schon. So, also, was sagt er denn? Ja, okay. Düster oben, genau, das sollten wir noch machen.
Okay, das mit dem besonderen Stein haben wir auch noch. Da habe ich keine Ahnung, wo ich ansetzen soll. Ja, ja. Ist gut, wir reden mal mit Male. Ich glaube es kaum, ich bin so glücklich. Ja, ja. Nehmt mich mit? Nein. Luca noch was zu sagen? Tu uns das nicht nochmal an. Sonnenenergie wurde lange vor Lavos Energie genutzt. Vielleicht braucht ihr gerade sie, um Lavos zu besiegen. Ja, da wird ja dieses Ding in der Steinzeit gezeigt. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Was sagt John? Nun, da Krono hier ist, sind alle fröhlich. Darf ich euch begleiten? Nein. Okay, so. Krono, Krono, Krono. Eiler kämpfen. Dorf hat starkes Verteidigungsding. Ansehen. Eiler gehen, hier viel gehen. Ja, Dorf hat starkes Verteidigungsding. Wir können ja noch einmal gucken, ob wir es nicht doch finden. Ich denke mal, wir müssen Eiler dazu wahrscheinlich mitnehmen. Wir werden mal Eiler statt Margus reinnehmen. Ich will ja den Hinweisen, denen die mir geben, auch nachgehen. So, wir haben das ja schon mal versucht. Wir müssen also ins Dorf. In der Steinzeit. Dann schauen wir uns da nochmal um. Und wir wollten ja sowieso hier einkaufen gehen. So, schauen wir noch mal. Hier gab es doch irgendwo was einzukaufen. Naja, Eiler nicht mehr Chef, jetzt Kino, das wissen wir. Kennen wir alles schon. Was hast du noch mal zu sagen? Kalt, ja, okay, gut. Das war die Tauschgeschichte. Die brauchen wir nicht. So. Ich glaube, hier gab es was zu kaufen. Nein. Hier gab es was zu kaufen. Ja, aber das war ein ganz blöder, billiger Laden. Hier gab es doch noch viel besseren Laden irgendwo. Wo war denn der? Oder täusche ich mich jetzt gerade? Gut, wir müssen, denke ich mal, ins Dorf. Ja, Treffpunkt. Treffpunkt ist ja eigentlich nicht das Dorf, oder? Mal schauen. Ioka nett gewesen. Dorf brennen und uns aufgenommen. Ja, okay, das kennen wir auch schon. Ja, neues Objekt haben wir schon. Kalt. Nicht Sonne sehen. Ja, ja, gut. Aber wo... Ja, das war Schnee, mein Freund. Das weiße, kalte Zeug. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, ehrlich gesagt. Dacktylnest, nee, da wollen wir nicht hin. Wenn Eiler sagt, im Dorf gibt es Verteidigungsanlagen, bitte, welches Dorf meint sie? Das kann doch nur dieses Dorf hier sein. Meint sie mit Verteidigungsanlagen diese Wachtürme hier oder was? Ich habe echt keine Ahnung. Wald. Ich weiß auch nicht, wo der Laden sein soll. Hier war irgendwo so ein toller Laden, oder war das in der Zukunft? Ich hab doch keine Ahnung. Was war denn hier nochmal? Sonnendom. Hier war, glaube ich, nichts, oder? Ich setze mal kurz den Safe State. Ne, das war leer. Schon merkwürdig. Sonst müssen wir uns jetzt ins Düster oben begeben. Obwohl ich auch nicht mehr weiß,
welches Düster oben ich zuerst betreten habe, denn ich habe mir sagen lassen, dass immer nur das betretbar ist, bis man es geschafft hat, welches man auch zuerst betreten hat. Ja, also ich denke, hier ist im Moment nichts mehr zu machen. Ich glaube, in der Zukunft waren wir zuerst im Düster oben, oder? Mal schauen. Ach, zurück zu Sam? Nein. Mal schauen. Fest verschlossen. Nee, okay, dann war es hier nicht richtig. Puh. Weiß ich doch nicht, wo. Ah, jetzt weiß ich was. Ich weiß was. Ich glaube, hier war dieser Laden, von dem ich gesprochen habe. Dieser besonders gute Laden. Da möchte ich jetzt nochmal einkaufen gehen. Hier ist auch ein düster Omen. Kann sein, dass ich hier zuerst im düster Omen war. Genau, hier war das. Zufluchtsort. So, Gemeinde. Ja, der Baum. Was zum Kuckuck ist was? Ja, ja, Carpe Diem. Ein Mondstein wird zum Solstein, wenn er für Jahrtausende der Sonne ausgesetzt wird. Das Königreich des Eifers hatte einen. Es braucht sehr alte Steine, um ordentlich Energie zu erzeugen. Haben wir so einen Stein überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Es kann nicht sein. Ist es der Seepalast? Ja. Ich fühle starke Magie, wie die von Lavas vom Düster oben ausströmen. Es ist geschehen. Hier war doch nicht der Laden. Dalton taugt nicht zum König. Für Herrn Dalton zu arbeiten war hart und ein Vermögen war damit auch nicht zu verdienen. Ja, da habe ich mich getäuscht, dann war hier doch nicht der Laden. Ich will jetzt unbedingt einkaufen. Möglichst in dem Laden, wo es die besten Items gibt. Ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Verdammt. Okay, hier war ein Speicherpunkt gewesen. Ah, hier glaube ich. Genau, hier war es. Ja. Hier hatten sie... Okay, das brauchen wir alles nicht mehr. Aber hier haben sie genau. Tonic voll. Da werde ich jetzt mal ein paar kaufen hier, was weiß ich, 10 Stück, 13 Stück. So. Wenn schon richtig. Belebung kaufe ich auch nochmal 4. So. Und Unterkünfte, da haben wir nur noch 7. Da kaufe ich mal auch ganze 13. So, Ether brauchen wir nicht. Ethermet. Ah, Ether voll haben sie nicht. Das ist doof. Kaufe ich auch mal 14 Ethermet. Okay. Bis bald. Und ich komme immer nicht an das Ding, was da hinten glitzert. Was weiß ich. Er hat neue Waren. Ja, schön für ihn. Gut, Leute. Dann werden wir mal schauen, ob das hier war mit dem Düster oben.
Wie gesagt, wir werden das in dem Part noch nicht beginnen. Ihr könntet mir noch, dann würde ich das noch davor bringen, vielleicht mitteilen, wenn ihr es wisst, wo sich zum einen, wo man hingehen muss in der Steinzeit, um diese Verteidigungsanlagen gezeigt zu bekommen. Oder zum anderen, was war das andere, was ich noch nicht wusste? Okay, das habe ich jetzt auch wieder vergessen. So, wo ist jetzt diese Insel mit dem Düster oben? War doch hier irgendwo. Ja, toll, jetzt bin ich wieder hier. Wo war denn? Okay, hier könnten wir rein. Das war dieser Mega-Gegner, glaube ich. Sonnendom, ja. Aber ich will zum Düster oben. Hier ist das Düster oben. So, mal schauen. Okay, okay, hier geht's auf. So, an dieser Stelle also Safe State und wir beenden den Part an dieser Stelle, Leute. Ja, wie es hier im Düster oben weitergeht oder ob ich noch vorher woanders hingehe, das erfahrt ihr im nächsten Part von Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin sage ich ciao, bye bye, euer Dreamy.